falls ich es doch brauche. Erstmal will ich ein fettes, fettes Dankeschön sagen an alle, die beim Go Jugend Gottesdienst Aufbau mitgemacht haben. Seit Freitag teils bauen wir hier schon auf. Technik, der Michi Schulte, der hat hier die Lichttechnik programmiert, Sachen gemacht, von denen ich 0,0 Ahnung habe. Stundenlang saß der hier, damit wir heute Abend Lichttechnik haben. Das ist genial. Andere, die gestern den ganzen Tag mit mir hier in der Gemeinde waren, fett aufgebaut haben, Stunden rein investiert haben, heute noch weitermachen werden, morgen beim Aufbau mit dabei sein, Abbau mit dabei sein werden und Wiederaufbau hiervon. Das ist der Wahnsinn, was hier an Zeit drin steckt. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für alles, was ihr gemacht habt. Fetten Applaus für euch. Yes. Dankeschön. Und auch an euch alle, die im Voraus mitgebetet haben. Es sind auch Spenden für den Go zusammengekommen. Wahnsinn, danke für eure Großzügigkeit, für alles, was ihr auch schon im Gebet mittragt, nachher beim Gottesdienst mittragt. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Ja, ich rede heute über das Thema trotz Umwegen zum göttlichen Ziel und ich glaube vielen von uns, zumindest mir auch, Daniel und ich haben gesprochen, fallen Autogeschichten ein, was das angeht. Ja? Eine Autogeschichte zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, sind hier Navi-Skeptiker unter uns? Meldet euch mal, wenn ihr denkt, boah, Navi ist vielleicht nett, aber eigentlich verlassen kann man sich nicht drauf. Ich überhaupt nicht. Also ich bin zu 100% einer, zu 110%, ich vertraue auf das Navigationssystem. Ja, mein ganzes Leben, nein, also die ganze Autofahrt steht im Titel dieses Navis und meine Frau sagt manchmal, boah, John, nicht immer drauf achten. Und ich denke, ich kann gar nicht anders. Also eine Karte ist für mich der Horror schlechthin. Wirklich, ich bin so dankbar und Gott wusste, dass ich das nicht kann. Und deswegen wurde ich zu einer Zeit geboren, wo das Navigationssystem immer besser wurde und immer einfacher. Das ist genial. Naja, so Navi-Skeptiker sind vielleicht auch hier und da mal ganz gut. Ich glaube, das war 2014 mit guten Freunden von mir in Köln zum Shoppen. Und das Shoppen war mehr oder weniger erfolgreich. Und nach dem Shoppen, es war schon abends, war nur noch der Rückweg da. Und ein Freund von uns hatte die Ehre, uns nach Hause zu fahren, wieder von Köln nach Lüdenscheid, wo wir wohnten. Und dann sind wir losgefahren und er war der Meinung, man braucht kein Navigationssystem. Es reicht Autobahnausfahrtsschilder und Verkehrsschilder und alles Mögliche für eine sichere Fahrt nach Hause. Also sind wir losgefahren und wir fuhren und fuhren und fuhren und fuhren und irgendwie dauerte die Fahrt deutlich länger als vorher. So, ich glaube, eine anderthalb Stunde später haben wir mal überlegt, vielleicht fahren wir ran und gucken, in welchem Ort wir uns befinden. Und tatsächlich sind wir dann rangefahren, haben Ortseingangsschild gesehen und wir waren im wunderschönen Itzstein in Hessen gelandet. Ja, noch nie da gewesen, habe auch da nur einen Brunnen gesehen und so. Und im Endeffekt entpuppte sich die Fahrt zurück als 4-Stunden-Fahrt anstatt von einer Stunde 13. Das war unsere Fahrt von Köln zurück nach Lüdenscheid, trotz Umwegen zum Ziel, nach einer extrem langen Fahrt. Boah, waren wir genervt alle am Ende. Ja? Ein anderer Umweg bei mir im Leben ist tatsächlich dieses T-Shirt. Also das ist nicht der Umweg, aber ich habe es heute Morgen gebügelt. Bügeln ist für mich ein Umweg. Ja? Ich denke ja, einfach ein T-Shirt anziehen, fertig ist, ist doch egal, ob da Knitterchen drin sind oder so. Claudi ist da die Stimme der Vernunft oft. Ich würde ein Hemd anziehen zu einem wichtigen Gespräch und das vorher nicht bügeln. Ja, und Claudi sagt, boah, John, mach das, sieht ordentlicher aus und so. Und ich denke, sie hat ja recht, aber es macht keinen Spaß. Ja, es ist dieses, ich mache das nicht für mich, ich mache es für dich. Ja, also das ist ein Umweg. Umweg und trotzdem zum Ziel, zum göttlichen Ziel. Ich möchte dich heute mit auf eine Reise mitnehmen, die jemand in der Bibel gemacht hat, der starke Umwege erlebt hat und trotzdem zum göttlichen Ziel gekommen ist. Und dieser jemand, über den ich heute sprechen möchte, ist Paulus aus der Bibel. Und Paulus, das ist ein Mensch, wenn ich mir seine Story durchlese, boah, der ist der Wahnsinn, was er mit Jesus gelebt hat und wo er sagt, ich gehe für Jesus und mit Jesus, egal wohin. Ein Paulus, der sagt, ich würde für Jesus leben, leiden und sterben. Ein Paulus, der sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Das ist ein starker Glaube. Und ich bete, dass dieser Glaube, den Paulus hat, dass in den Situationen, wo es wichtig ist, dass dieser Glaube auch bei mir und dir weiter da bleibt. Dieses feste Fundament zu sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Und dieser Paulus in der Apostelgeschichte, die habe ich letztens durchgelesen wieder und da kam gerade am Ende, geht es viel um Paulus, seine Reise nach Rom.
Und über die werden wir heute reden. Ich werde nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, weil es sind viele, viele Kapitel mit dieser einen Reise. Merkt man schon, recht lange Reise gewesen. Ja? Vielleicht nicht so geplant, wir werden es noch rausfinden. Auf jeden Fall fing das Ganze damit an, dass Paulus eigentlich nur in eine Synagoge gehen wollte. Und er ist da mit jemandem reingegangen und die Pharisäer dachten, boah, ein Heide ist gerade in unserer Synagoge. Und die haben Paulus vor Gericht gezerrt und wollten da einen ewig langen Prozess starten, eigentlich um Paulus zu vernichten, sozusagen. Irgendwie klappte das aber nicht so, wie die es wollten. Und deswegen gab es sogar eine Gruppe von Menschen, die irgendwann gesagt haben, hey, wir werden nichts mehr trinken und nichts mehr essen, bis wir Paulus getötet haben. Und die haben sich die Erlaubnis von den Pharisäern eingeholt, haben gesagt, hey, wir würden Paulus gerne umbringen, dürfen wir das? Jo, dürft ihr machen, alles gut. 40 Männer, die versprochen haben, wir werden nichts essen, nichts trinken, bevor wir Paulus getötet haben. Und ich finde die göttliche Führung so genial, weil jedes Mal, wenn Menschen versucht haben, Paulus irgendwie aufzuhalten, hatte Gott andere Pläne. Und teilweise Pläne sogar, wo Rom Paulus unterstützt hat. Also Rom, die Feinde eigentlich vom Volk Israel, oft die Unterdrücker, sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass Paulus sicher an die Orte kommen durfte, wo er hin sollte. Als die 40 Leute ihn töten wollten, waren, glaube ich, 270 römische Soldaten bereit, Paulus Leben zu beschützen. Römische Elite-Soldaten, die Paulus auf dem Weg nach Jerusalem beschützt haben, damit der Heil dahin kommt. Hätte keiner mit gerechnet. Weil Gott seine Zusage gegeben hat. Die Zusage lesen wir in Apostelgeschichte 23,11. Da steht, in dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Gott gibt Paulus seine Zusage und sagt, hey, da, wo du mein Zeuge sein sollst, da wirst du hinkommen. No matter what, egal was auch kommt, da wirst du hinkommen. Und jetzt startet diese Reise für Paulus nach Rom. Und das ist eine lange Schiffsreise gewesen. Paulus als mehr oder weniger Gefangener ist mit 276 weiteren Leuten auf dem Schiff und fährt nach Rom. Und die haben schon so ein paar Zwischenstopps gemacht auf ein paar Inseln, wo auch Paulus von Jesus erzählt hat. Und jetzt waren sie gerade auf Kreta und haben überlegt, ob sie von Kreta weiterfahren Richtung Rom. Das Wetter war eigentlich nicht top. Die Wettervorhersage konnte man damals auch ohne App gut machen, war nicht optimal. Aber wir lesen in der Bibel, dass die Seeleute merkten, ein leichter Südwind tritt auf und sie fühlen sich bestätigt, loszufahren. Ein leichter Südwind tritt auf und sie fühlen sich bestätigt, loszufahren. Paulus hat gesagt, macht's nicht. Ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber sie merken diesen leichten Südwind und fühlen sich bestätigt. Wie geht's weiter? Sie kommen in fetten Sturm rein. Das Schiff, das wackelt, die müssen Bordladung über Bord schmeißen, damit das Schiff nicht untergeht. Die haben den Rumpf des Schiffes und das Bug festgemacht mit Seilen, damit es nicht auseinanderbricht. Die haben wichtiges Bordmaterial vom Schiff, dieses Zubehör, über Bord geschmissen, damit nichts passiert. Am Ende, weil sie sich bestätigt gefühlt haben durch diesen leichten Südwind, obwohl Paulus gesagt hat, tut's nicht, saßen sie da im Sturm mit Lebensangst und voller Hoffnungslosigkeit. Und jetzt kommt eine Stelle, ich finde Paulus so klasse, weil diese Stelle ist so super menschlich. Und danach wird es richtig göttlich. Aber der Anfang ist super menschlich. Ich muss das noch anschalten. Auch das Vergessen ist super menschlich. Ich habe mir vorne noch gesagt, ich vergesse es nicht. Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns gespart geblieben. Wer kennt sowas? Ich hatte recht. Ich hatte recht. Hättet ihr aber auf mich gehört, wäre nichts von dem passiert. Oh, ich liebe das. Also ich hätte genau so reagiert. Man muss das auch mal zeigen. Hey, ich hatte recht. So. Also mag ich gerne. Ist vielleicht nicht immer gut, aber Paulus war auch so, deswegen ist das okay. Aber jetzt kommt das Göttliche in der Situation. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind,
das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Ich hatte recht, aber jetzt, wo es so gekommen ist, Gott hat einen Plan. Und mich hat das so total erstaunt, als ich das gelesen habe. Diese Seeleute, obwohl Paulus ihnen gesagt hat, hey, Gott hat einen anderen Plan, bei diesem leichten Südwind haben sie sich bestätigt gefühlt, loszufahren, trotz Warnungen. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es in deinem und meinem Leben ähnlich. Ich weiß nicht, ob du dich mit Schifffahrt auskennst, ich tue es nicht. Und trotzdem glaube ich, sind du und ich super darin, uns in doofe Situationen rein zu manövrieren, weil wir uns bestätigt fühlen. Wir fühlen uns gerade leicht bestätigt, dass das der richtige Schritt für mich ist. Eine Beziehung, ich fühle mich einsam und deswegen, ach, da ist gerade ein Mädel, die hat mich nett angelächelt. Vielleicht wäre das der richtige Zeitpunkt, in diese Beziehung reinzugehen. Muss ich gar nicht groß kennenlernen, ich fühle mich bestätigt, zack, geht's los. Manchmal total die Katastrophe. Durch schnelle Geld, was man verdienen will, ist man vielleicht bereit, Schwarzgeld anzunehmen und zu sagen, boah, ich arbeite einfach so ein bisschen nebenbei, Hauptsache ich habe Geld, und du manövrierst dich in Schwierigkeiten rein, weil du am Anfang dich bestätigt gefühlt hast, ach, vielleicht kann ich ja schnell ein bisschen nebenbei verdienen. Durch eine Lüge, die am Anfang super leicht erschienen ist, denkst du dir dann, ach ja, ich fühle mich bestätigt, ist ja nur die eine kleine Lüge, und zack, befindest du dich danach in so einem Sturm drin und merkst, ich komme hier gar nicht mehr raus. Manchmal sind es diese Momente in unserem Leben, wo wir uns leicht bestätigt fühlen und wir gehen los und merken am Ende, wir stecken gerade in einem richtig bescheidenen Dreck drin, wo wir ganz schwer rauskommen, wo Hoffnungslosigkeit vielleicht wartet, wo Depression wartet, keine Ahnung was. Aber weil wir uns bestätigt fühlen, ziehen wir los, ohne auf das zu hören, wo Gott vielleicht sagt, es ist noch nicht dran. Die Beziehung ist noch nicht dran. Es geht nicht nur um Geld. Du kannst auch die Wahrheit sagen und es wird schon gut gehen. Nicht jede Situation lässt sich so leicht, wie ich es jetzt gerade sage, erklären. Es gibt schwierige Situationen, aber trotzdem glaube ich, dass wir einen Gott haben, der zu uns steht. Und dieser gerechte Gott, der ist auch gerecht zu uns, wenn wir Wahrheit sagen, wenn wir gerecht handeln. Naja, jetzt sind die Leute im Sturm drin und da möchte ich auch dir sagen, Gott ist kein Gott, dem Stürme unbekannt sind. Gott ist Gott, irgendwie hat der sogar was mit Stürmen. Also wenn wir mal in die Bibel gucken, ja, dann sehen wir, dass als der Sturm auf dem See ist und die Jünger Panik kriegen und Lebensangst haben und denken, Mist, Todesangst, man sagt nicht Lebensangst, Todesangst haben, da denken die sich, Mist, wir sterben gleich. Und was macht Jesus? Was macht Jesus im Sturm? Er schläft. Jesus schläft im Sturm. Wieder eine Sturmgeschichte. Die Jünger wieder panisch. Die Jünger hatten irgendwie öfters Angst, glaube ich. Was macht Jesus? Er läuft übers Wasser. Er läuft hin übers Wasser, ruft Petrus noch zu sich raus. Wieder Jesus, die Ruhe im Sturm. Und jetzt stecken diese Seeleute und Paulus in einem Sturm. Und was macht Gott? Schickt einen Engel und sagt, hey, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Weißt du, warum Gott keine Angst vor Stürmen hat? Weil Gott weiß, dass Wind und Wetter auf ihn hören wird. Weil Gott weiß, wozu der Sturm dienen wird. Als Jesus dann geweckt wird von seinen Jüngern, steht er auf, steht den Sturm, es wird ruhig. Und die Jünger werden Zeuge davon, wie dieses Wunder passiert. Als Jesus Petrus auf sich ruft, aufs Wasser, geht Petrus raus. Und ist irgendwas passiert? Ja, Petrus ist untergegangen, aber Jesus hat ihn direkt rausgeholt. Weil Petrus seinen Fokus verloren hat auf Jesus, ist er untergegangen. Aber Jesus war da und hält ihn. Und in dieser Situation, was ist passiert? Ja, das Schiff ist kaputt gegangen, aber, das lesen wir gleich noch, alle 276 plus Paulus sind lebendig am Ufer angekommen. Gott ist ein Gott, dem Stürme keine Angst machen, weil er weiß, wozu Stürme dienen können. Gott ist ein Gott, dem dein Umweg keine Angst macht, weil er auch weiß, wozu ein Umweg dienen kann, auch wenn ich glaube, dass einige Lebensphasen leichter wären, wenn wir mal auf Gott hören würden und nicht immer auf uns, was wir wollen. Umweg muss nicht immer sein. Aber wenn er ist, dann haben wir einen Gott, der die Umwege nutzen kann. Ey, trotz Sturm dürfen sie sich sicher sein.
Ich glaube, dass der sicherste Ort, an dem du dich befinden kannst, ist der Ort, wozu Gott dich beruft. Wenn du in deiner Berufung gehst, wenn du in der Situation bist, in der Gott dich berufen hat, dann bist du da am sichersten Ort, den es gibt, weil Gott dich für alles ausrüstet, was dafür nötig ist. Es ist der krasseste Sturm und Paulus weiß, ich werde überleben, weil Gott hat mir gesagt, wie ich nach Jerusalem gekommen bin, werde ich auch nach Rom kommen. Lebendig, als Zeuge. Und was Paulus macht, er wird Zeuge. Er sagt, ey, dieser Gott, dem ich glaube, ich muss gerade die Stelle suchen, da steht, der Gott, dem ich gehöre, super schöner Strich, und dem ich diene, also er wird Zeugnis, das ist der Gott, dem ich gehöre, der Gott, dem ich diene. Dieser Gott, der hat zu mir gesprochen und sagt, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dieser Gott spricht zu dir, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten. In den stürmischen Momenten, da wo du steckst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter, ja? Vielleicht hast du schon einen Umweg in deinem Leben festgestellt, wo du merkst, ich hätte gar nicht da landen müssen. Ich habe da auf einen Herzenswunsch gehört, aber eigentlich auf das Rufen Gottes nicht. War stumm für das, was vielleicht der einfachere Weg gewesen wäre. Und jetzt wird es so genial, die Menschen haben die Zusage bekommen, ja, die haben die Zusage bekommen, dass sie auf Land ankommen werden, auf Insel stranden werden, dass alle überleben werden. Und der Sturm geht weiter und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass dann einige Seeleute, als es ernst wird, wieder versuchen zu fliehen. Also die haben die Zusage gehört, die haben eigentlich gecheckt, dass sie sich in diese doofe Situation rein manövriert haben. Dann haben sie gehört, dass Gott ihnen trotzdem die Zusage gibt, ihr kommt lebendig an. Und dann bleibt es stürmisch und sie versuchen zu flüchten. Warum? Aber auch das finde ich wieder so, so menschlich. Paulus sagt dann zu den Offizieren auf dem Schiff, hey, die dürfen nicht gehen, weil Gott hat gesagt, wenn jeder auf dem Schiff ist, dann werden wir gerettet. Jeder soll gerettet werden. Keiner soll verloren gehen. Es ist Gott ein Anliegen, dass nicht nur 200 von den 276 überleben. Jeder soll gerettet werden. Und ich finde das total verrückt, dass die versuchen, trotzdem zu fliehen, obwohl Gott seine Zusagen gibt. Aber auch das kommt zumindest mir nicht unbekannt vor. Ja, ich habe gemerkt, ich habe mich in eine blöde Situation reinmanövriert und ich bin davon zurückgegangen und habe gemerkt, okay, Gott, du hast einen besseren Weg. Und dann kommt wieder eine Situation, wo ich denke, oh, vielleicht mache ich es doch wieder. Vielleicht gehe ich doch wieder meinen Weg. Ja, beim Autofahren bei mir. Ich überhole gerne LKWs, damit ich ein bisschen schneller bin. Erst letztens wieder zwei LKWs waren vor mir. Einen habe ich überholt. Ich wusste, es wird nicht viel bringen, den einen zu überholen, weil der ist der zweite. Ich habe es trotzdem gemacht. Bin das Risiko eingegangen, ausgeschert und wieder genauso schnell gefahren wie vorher, weil da noch ein LKW war. Ja, aber trotzdem, obwohl ich eigentlich weiß, es macht keinen Sinn, bringe ich mich in eine gefährliche Situation rein. Und ich erzähle so leichte Situationen hier gerade. Aber vielleicht kennst du eine Situation, wo du dich rein manövrierst, obwohl du eigentlich weißt, es ist total bescheuert, das zu machen. Jetzt sind die Leute endlich gestrandet. Ja? Der Sturm hat sie nach Malta geschickt. Sie sind auf Malta zusammengebrochen mit dem Schiff, aber alle lebendig auf Malta angekommen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hä? Warum hat Gott denn nicht, Gott ist doch der Gott, der auch Wind und Wetter kontrollieren kann. Warum hat er das Schiff nicht direkt nach Rom geführt durch diesen Sturm? Warum Malta? Weil Gott ein Gott ist, der Umwege nutzen kann. Und auf Malta, da wird es wunderbar. Nämlich Paulus lernt den mächtigsten Mann kennen, der auf Malta lebt. Dieser Mann heißt Publius. Und Publius, da lesen wir, der war der Mächtigste und der hatte einen Vater. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhr. Die Ruhr ist eine heftige Magen-Darm-Erkrankung mit heftigen Auswirkungen, die ich nicht beschreibe. Aber der Vater hatte gerade die Ruhr und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten.
Hätte Gott Paulus direkt nach Rom geschickt, dann wäre der Vater von Publius nicht gesund geworden. Hätte Paulus nicht für Publius gebetet, wären nicht alle anderen Kranken zu Paulus gegangen und Paulus hätte für die gebetet und die wurden auch gesund. Gott hat den Umweg genutzt, indem die Menschen sich reinmanövriert haben, um zu zeigen, und ich bin trotzdem der souveräne Gott, der heilt, der Wunder tut und der nicht sagt, guck, ich hatte recht und deswegen wird es euch schlecht gehen, sondern Gott hatte recht. Es wäre besser gegangen, aber er macht das Beste aus den Umwegen. Alle Menschen werden heil und sie werden für ihre weite Reise so krass beschenkt. Sie werden überschüttet mit Geschenken. Dieser großzügige Gott, der trotzdem überschüttet mit allem, was du brauchst. Und vielleicht hast du das mal auch erlebt bei deinen Lebensumwegen. Du hast dich rein manövriert und irgendwie ist Gott trotzdem gut. Obwohl du denkst, eigentlich habe ich es doch gar nicht verdient. Aber dieser Gott ist ein großzügiger Gott und der möchte deine Umwege nutzen und ist souverän in deinen Umwegen. Und das finde ich so einen genialen Zuspruch, den er uns gibt. Ich habe dir meine Story schon erzählt, aber vielleicht ist jemand, der die noch nicht kennt. Ja? Mein Umweg war, nach dem Fachabi auf die Philippinen zu gehen. Auf den Philippinen habe ich meinen Glauben an Gott aufgegeben. Gesagt, ich mache Karriere bei der Bundeswehr. Nach 2 Wochen Bundeswehr habe ich widerrufen. Das war das größte Versagen für mich ever. Hab danach keine Arbeit gehabt, hab danach angefangen, Klamotten zu verkaufen, in Jack & Jones zuerst, dann in Zeppelin, in Lüdenscheid Sterncenter und bin dann als Nicht-Christ auf die Bibelschule gegangen, wo ich Jesus wieder kennengelernt habe. Und diese Zeit, die ich jetzt in wenigen Sekunden erzählt habe, war eine Zeitspanne von 3 Jahren, in dem mein Herz verbittert war, in dem mein Herz voller Hass war, in dem ich keine Hoffnung hatte. Ein Umweg, der vielleicht nicht hätte sein müssen, aber wenn ich jetzt zurückblicke von dem Ziel, wo ich stehe, kann ich sagen, es war ein Umweg mit göttlichem Ziel, weil ich jetzt gesünder bin, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ich finde das so genial, was Gott nutzt. Und in den Umwegen siehst du das vielleicht gerade nicht, aber Gott ist ein souveräner Gott, trotz Umwegen, die wir gehen. Und das ist so genial. Und genau das möchte ich dir zusprechen. Und wir lesen am Ende der Apostelgeschichte, Paulus ist in Rom angekommen, er sitzt im Hausarrest, aber Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gebieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemandem dran gehindert. Paulus ist in Rom und Gott hat Paulus in Rom genutzt. Trotz schwieriger Umstände durfte er frei und offen von Jesus erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Jesus durch Paulus in Rom kennengelernt haben, aber Gottes Zusage war, Paulus, du kommst nach Rom, weil du da mein Zeuge sein sollst. Und Paulus war in Rom und war sein Zeuge. Hey, wenn Gott dich beruft, dann wird er seinen Weg mit dir gehen und du kommst da an, wo er dich haben will. Hör auf dieses Rufen Gottes. Vielleicht hörst du es schon ganz lange und merkst, eigentlich möchte Gott mich im Leben von diesem Menschen haben, als Zeugnis für Gott. Aber du hast aus Angst vielleicht oder aus Scham oder weil es dir peinlich ist, über Gott zu reden, ignorierst du das. Und du möchtest es doch nicht tun. Aber wenn Gott dich ruft in das Leben von dem Menschen, dann rüstet er dich auch aus, dass du das machen kannst. Und vielleicht ist das Leben gerade für dich so schwer und du denkst dir, warum erlebe ich eigentlich diese Situation? Ich möchte sagen, Gott, der verlässt dich nicht. Gott ist ein Gott des Sturmes, der bei den Stürmen da ist. Und er weiß, dass auch wenn du im Sturm bist, bei ihm ist es ein sicherer Ort. Nicht, weil dann alles super einfach geht, aber weil Gott dich ausrüstet für das, was kommt. Und ich weiß, das ist in bestimmten Situationen schwer zu hören und zu verstehen. Ich habe so Situationen erlebt, wo ich das selbst nicht hören wollte. Wenn meine Mama mir gesagt hat, als ich nichts mit Gott zu tun hatte, ja, Gott will mit dir reden und der ist da und der liebt dich, hatte keinen Bock, das zu hören. Aber jetzt, als ich aus dieser Zeit raus bin, weiß ich, er war die ganze Zeit da. Und er hat nicht aufgehört, bei mir zu sein. Er hat nicht aufgehört, mein Herz zu verändern, auch wenn ich nichts von ihm wissen wollte. Manchmal frage ich mich, ob wir unser Ziel vor Augen haben. Das göttliche Ziel. Das Leben ist so ein kleiner Umweg manchmal. Das Leben ist ein Umweg, weil das Ziel, was wir haben, ist woanders. Das Ziel, was wir haben, ist bei unserem Vater.
bei Jesus, unserem Schöpfer, in der Ewigkeit. Die Ewigkeit, das Lied werden wir gleich hören, die Ewigkeit ist dein Zuhause. Das ist das, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Aber wie Paulus Umwege erlebt hat und Zeugnis wurde, darfst du diesen Umweg leben, nutzen, um Zeugnis zu sein für Gott, damit viele andere zum Ziel Gottes kommen, nämlich in die Ewigkeit. Und ich finde, wir haben da einen Auftrag als Christen. Und ein Nicht-Christ hat ein Hammer-Zitat gebracht, was ich jetzt zeigen werde, was vielleicht den einen oder anderen stören wird, aber ich nenne es trotzdem. Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Manchmal gucke ich in die Gesichter von Christen und denke, alter Schwede, haben die die gute Nachricht überhaupt gehört? Kleines Zitat von mir, ja. Wir haben die frohe Botschaft gehört, warum sehen wir dann so aus, als hätten wir schlechte Nachrichten bekommen? Warum sehen wir so aus? Ich gucke manchmal in mein Gesicht und denke, alter, das ist so heftig, so. Ja, ich habe die gute Nachricht gehört, Jesus Christus und... Warum sehen wir so aus, wenn wir eigentlich jeden Grund hätten, so auszusehen? Wir dürfen uns freuen, weil wir die gute Botschaft gehört haben. Wir wissen, auf uns wartet das ewige Leben bei dem, der uns mit Liebe anguckt, seit Tag 1. Und wir sehen manchmal so aus, als hätten wir diese Botschaft nie gehört. Wo ich denke, das ist die beste Botschaft, die wir hören können. Nach dem Tod wartet unser Zuhause. Für uns ist einer gestorben, der dich mehr liebt als Leben selbst. Und er hat gesagt, weil ich dich liebe, werde ich für dich sterben, damit du Zugang hast zu mir in Ewigkeit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude, da steht nicht die Trauer am Leben ist unser Ziel oder unsere Stärke. Die Freude am Herrn. In Philipper Kapitel 4, Paulus ruft dreifach zur Freude auf. Freut euch, freut euch, freut euch. In Johannes sagt Johannes, der Schreiber des Briefes, 1. Johannes, ihr seid Freunde Gottes. Und das betont er auch dreimal. Wir vergessen manchmal gute Zusagen, weil wir uns auf negative Dinge konzentrieren. Deswegen wiederholt die Bibel Positives sehr. Ey, wir haben die gute Nachricht gehört. Lass uns anfangen, so auszusehen, als hätten wir sie gehört. Ja? Das Ziel wartet auf dich. Die Ewigkeit ist dein Zuhause. Und lass uns andere noch daran teilhaben, durch das, was wir ihnen erzählen. Das, wie wir leben. Durch das, wie wir Jesus im Leben anderer präsent machen. Auch noch ein Zitat habe ich nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade ein. Manchmal bist du der einzige Jesus, den Menschen in ihrem Leben sehen. Weil durch dich Jesus scheint. Wenn du einer Person begegnest, kann es sein, dass du der Einzige bist, durch den Jesus dann zu dieser Person spricht. Wie sprichst du zu Menschen? Wie begegnest du Menschen? Ich habe angefangen, meine Kopfhörer rauszunehmen in bestimmten Momenten. Ich bin früher ganz cool durch Lüdenscheid Innenstadt gegangen, ja, immer mit ernstem Gesicht aufgesetzt, ne, wie andere cool aussehen, damit man nicht schwach wirkt, wenn man lächelt. Ey, ich gehe jetzt mit Lächeln durch Lüdenscheid durch, weil ich weiß, da ist vielleicht ein Mensch, der braucht dieses Lächeln gerade. Der braucht ein strahlendes Gesicht. Ey, du hast die gute Nachricht gehört. Sehe auch danach aus. Ich möchte so aussehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, wo ich enden werde, wenn ich sterbe, nämlich im eigentlichen Leben und ich freue mich darauf. Ich bete und dann lade ich dich ein, auch wenn das Lied nur per MP3 gespielt wird, aufzustehen und zu singen, hey, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Leben bist. Und ich bete, dass das in unserem Herzen verankert wird, dass wir nicht sagen müssen, ich habe Angst vorm Tod, sondern ich weiß, wenn der Tod kommt, du bist mein Leben. Und deswegen ist Sterben sogar ein Gewinn. Der Tod hat verloren. Du lebst. Und ich bete, dass das in unseren Herzen verankert wird, dass auch trotz den Umwegen in unserem Leben dein Ziel erreicht wird. Jesus, und ich bete dich, dass du Umwege aufdeckst in den Herzen von Menschen, die hier gerade sind. Und ich bete für dich, der hier gerade sitzt und so einen Umweg erkannt hat, für Mut. Dass du den Mut hast zu sagen, ich trete aus giftigen Beziehungen aus, ich trete aus einer Lüge aus, ich trete da aus, wo ich mich herein manövriert habe und fange an, Gott zu vertrauen. Gott, ich danke dir, dass du uns einen Anteil gegeben hast an deinem Erbe. Und dass das Erbe auf uns wartet und die Ewigkeit kommen wird. Bitte mach unsere Liebe bis dahin stärker.
Wir wollen sehen, wie du bist, sehen, was du tust. Wir lieben dich. Amen.